900 Meter über dem Meeresspiegel, in waldreicher, windstiller Lage. Das ist die Fachklinik Prinzregent Luitpoldscheidegg. 1912 eröffnet, hat sie sich seitdem zu einer Klinik entwickelt, deren Spektrum so weitreichend ist wie bei nur wenigen anderen Kinderkliniken. Diabetes ist nur einer der vielen Behandlungsschwerpunkte. Das ist aber längst noch nicht alles, erklärt uns der Chefarzt der Klinik Dr. Thomas Herrmann. Die Fachklinik Prinzregent-Luitpold ist eine Kinderreha-Klinik und hat ein sehr weites Indikationsspektrum. Wir behandeln sehr viele Erkrankungen, sowohl von dem somatischen Bereich, das heißt wir behandeln Asthma, wir behandeln Adipositas, Diabetes, bis hin in den Bereich der psychischen Erkrankung, Psychosomatik, ADHS, Depression, Angststörung bei Kindern, Verhaltensauffälligkeiten, also ein sehr weites Spektrum. Aber Kinderklinik ist nicht gleich Kinderklinik. Die Fachklinik Prinzregent Luitpold ist eine spezielle Kinderreha-Klinik und hat sowohl für Eltern als auch für Patienten ein besonderes Angebot zur Verfügung. Ja, der Unterschied einer Kinderreha-Klinik zu einer Akut-Kinderklinik besteht darin, dass der Ansatz bei uns ist, dass eigentlich nicht die Heilung der Erkrankung im Vordergrund steht. Wir behandeln ja viele Erkrankungen, die gar nicht heilbar sind, sondern wir schulen und trainieren die Kinder und die Eltern im Umgang mit ihrer chronischen Erkrankung und versuchen sie fit zu machen für den Alltag, dass sie gut mit ihrer Erkrankung umgehen und dass sie auch das praktische Handwerkszeug erlernen, um ihr Leben ganz normal zu meistern. Das ist das oberste Ziel einer Kinderreha-Klinik, dass die Kinder ein normales Leben führen können, auch trotz ihrer schweren und chronischen Erkrankung. Dieses Angebot wird auch von Marion Steinbach und ihrer Tochter Flora dankend angenommen. Flora Steinbach hat Diabetes, muss deshalb regelmäßig in die Fachklinik zur Kontrolle. Im Gespräch mit den Diabetesberatern werden dann bisherige Ergebnisse überprüft und das weitere Vorgehen besprochen. Und wenn der Aufenthalt mal etwas länger dauert, kein Problem. Die Kinder werden in der klinikeigenen Schule entsprechend ihres jeweiligen Alters unterrichtet. Natürlich kommt aber auch der Spaß in der Einrichtung nicht zu kurz. Mir gefällt es hier ziemlich gut. Es ist einfach ziemlich gut. Wir haben hier auch gute Freizeitangebote. Es wird hier sehr viel gebastelt. Es gibt hier eine Halle, es gibt glaube ich auch zwei, es gibt sogar noch ein Heimbad, das ist auch sehr schön, da gehen wir eigentlich fast, wenn möglich, immer rein. Ja, also ziemlich schön hier. Und egal ob Patient oder Elternteil, in der Fachklinik Prinzregent Luitpold in Scheidegg sind sie nicht alleine.